Hier sind so Mini-Magneten. Also die kommen dann natürlich noch dahinter, die Magneten. So kleine Mini-Ausstecher und dann ja, kleine Stempelchen, die ich habe. Hier ist nochmal eine Spinnscheibe. Hier haben wir einen kleinen Vogel mit einer Tasche drin. Ein paar Perlen. Das sind Perlen, die ich mal im Livestream gemacht habe. Und endlich habe ich sie glasiert und das sind blaue Farbkörper, die ich da benutzt habe. Dann habe ich hier so seltsame Scheiben. Was es damit auf sich hat, das verrate ich noch nicht, das erzähle ich euch später mal. Ein paar Testplättchen, nochmal eine Nachtglasur von einem Schildchen. Zwei Wimpel, auch Magneten. Dieses hier war, ich hatte mal auch in einem Livestream ein so Molds gemacht aus Ton. Da habe ich Stempel einfach reingedrückt und dann gebrannt. Und da habe ich jetzt den Ton in diese Mulde gedrückt und dann ja, ist dabei dieser Anhänger entstanden. Das ist übrigens wieder der Kantaldraht, an dem hier so kleine, winzige Tonkügelchen einfach drauf gesetzt sind. Das ist einfach hier reingesteckt und wenn man das brennt, dann bleibt das so fest drin. Und der Draht verbrennt halt nicht. Hier ist so eine kleine Vogeltränke nochmal, die ich gemacht habe. Auch mein Lieblingsdeckchen. Und hier kommen jetzt vier Schalen oder Teller, die zwei junge Damen bei einem Minikurs bei mir gemacht haben. Wunderhübsche, liebevollst gemachte. Ich zeige euch mal den Spruch. Schälchen. Da halte ich. Teekanne, die hatte ja dadurch, dass innen drin die braune Glasur war, die ein bisschen durchschlägt. Das ist wie bei Nikotinflecken an der Wand. Wenn man da drüber streicht, dann schlägt dieses Braun oder Gelb immer wieder durch. Und ich habe das Weiß einfach nochmal überglasiert. Und ich hoffe, das war ja ein spezieller Wunsch, ich hoffe, sie gefällt dir so. Innen drin die braune Glasur, damit die Teekanne halt schön ja nicht so hässlich wird, wenn man sowas Helles nimmt. Dann habe ich hier nochmal eine Gänseblümchen-Tasse in Blau und hier ist nochmal eine in einem hellen Türkis und hier ist ein kleines Elfchen. Zuckersüß. Ich hoffe, dir gefällt sie so. Ich drehe das mal hier um. Sollten ein bisschen kräftigere Farben sein. Flügelchen. Mal aufpassen, dass ich da nichts kaputt mache. Und ihr Füllhorn. Und hier, da unten seht ihr das, ein kleines Loch. Da kann man einen kleinen Strohhalm oder ein feines Röhrchen oder einen kleinen Schlauch reinmachen und dann kann man das, wenn das in einen Brunnen setzt, dann kommt hier das Wasser raus. So, dann haben wir hier nochmal eine Tasse. Da habe ich das erste Mal mit Porzellan-Engobe hier diese Dots drauf gesetzt. Hier oben auch am Rand und auch hier so eine Runde gedreht. Die ist aber leider in der Glasur untergegangen. Auch der Stempel, der hier drauf war, ist leider untergegangen. Aber was funktioniert hat, ist, dass diese Porzellanengobe sich nicht gelöst hat. Und das ist das wichtigste Ergebnis hieraus. Die Farbe ist leider, also auch hier außen, das war dieselbe Farbe wie hier innen. Aber die ist leider ja, in der anderen Glasur untergegangen. Weiß ich nicht, die hat sich irgendwie so vermischt.
dann habe ich hier den wunderschönen Teller oder die Schale. Könnt ihr euch erinnern, die habe ich auch in einem Video euch gezeigt. Die sommerliche Mandala-Schale. Die ist wunderbar geworden. Schaut euch das an. Die Farben leuchten. Das ist ganz, ganz zauberhaft, finde ich. Ich bin ganz verliebt. Ja. Und genau dieses hier noch. Das ist nur ein kleines Mini-Schälchen. Und da habe ich auch so ein bisschen mit Dots mich ausgetobt. So, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's euch fein heute. Ciao, ciao.